Willkommen in Ras El Khaimah. Ich heiße Sarah und bin heute euer Guide. Als erstes steigen wir mehr als 200 Stufen hinauf zum Daya Fort. Hier sind wir. Das ist die einzige Festung auf einem Berg in Ras El Khaimah. Sie ist aus dem 19. Jahrhundert. Was ich am meisten an diesem Ort mag, ist, dass man hier den Geist der Vergangenheit spürt. Hier haben wir unser Land gegen Feinde verteidigt. Und dieser Geist wird nie von hier verschwinden. Ich liebe Ras El Khaimah und werde mein Land immer lieben. Jeder kommt gerne hierher zurück. Es ist anders als andere Emirate, einfach und ruhig. Trotzdem kann man hier viel unternehmen. Der alte Souk ist der beste Ort, um traditionelle arabische Kleidung zu kaufen. Das wird euch gefallen. Jetzt sind wir in Jazira El Hamra. Das ist ein verlassenes Dorf in Ras El Khaimah. Meine Großeltern und Eltern haben hier gelebt. Deshalb bedeutet mir dieser Ort sehr viel. Hier könnt ihr sehen, dass die Häuser aus Korallen und Steinen vom Strand gebaut sind. Es fühlt sich fantastisch an. In den 60ern und 70ern war das ein typisches Haus, in dem 5 Leute wohnen konnten. Wir haben so viele Strände hier. Wenn ihr die alle entdecken wolltet, würdet ihr eine Woche dafür brauchen. Über 64 Kilometer Strände gibt es in Ras El Khaimah. Ich liebe es, den Wellen zu lauschen. Zum Schluss habe ich etwas Wunderschönes ausgesucht. Wir sind hier auf dem höchsten Punkt der Vereinigten Arabischen Emirate, dem Berg Jebel Jais. Wir kommen gerne hierher, weil es hier oben 10 Grad kühler ist als unten in Ras El Khaimah und den anderen Emiraten. Deswegen machen meine Freunde und ich gerne Picknicks hier. Das war ein toller Tag. Ich hoffe, wir sehen uns mal in Ras El Khaimah. Masalama, tschüss.